Auf der Minimap sehen wir ihn rennen. Ich habe ein bisschen Angst, dass er mal von hinten kommt, aber es sieht nur so aus, weil er eine Ebene über uns ist. Aber wie zum Henker habe ich es gerade geschafft? Oder ist er doch keine Ebene? Über uns läuft er hier irgendwo her? Es sieht so aus, als müssten wir diesen einen noch töten, damit es weitergeht. Dafür müsste er aber erstmal die Treppen runterkommen. Ich glaube, das funktioniert jetzt langsam auch. Ja, tatsächlich. Herzlichen Glückwunsch, Creeper. Bist du der Letzte deiner Art? Nope. Oder doch? Was passiert denn jetzt? Das heißt, ich wäre hässlich. Nö, Rex, ich finde es süß. Wenn es schleimig ist und sich bewegt, erschießen sie es. Ja, so geht's mir auch. Was? Keine Ahnung. Wohin muss ich denn jetzt? Da oben war doch nichts mehr. Oder ich werde übersehen jetzt. Ja, wahrscheinlich. Ist hier noch irgendwo ein Gegner? Ja, ich finde das ganz toll. Ich glaube, auf Ferros ist so der erste Moment gewesen, wo wir nichts bekommen haben, weil wir einfach unsere Dechiffrierfähigkeit einfach so noobig ist. Entschuldigung. Den Turianer, der hat kein Interesse an Gesprächen. Finden Sie den schwachen Punkt dieser Riesenkarte und schalten Sie ihn aus. Ich finde es immer toll, dass diese Missionsziele so, ja, so detailliert ausgeführt sind, dass man genau weiß, was ich zu tun habe. Oh, da ist noch ein Tentakel. Moment mal. Es ging doch eigentlich sonst immer da weiter, wo, ne? Vielleicht hätten wir hier einfach mal weitergehen sollen. Da war vielleicht nicht so dumm, das zu machen, weil die ganze Armee, die wir gerade hätten töten müssen sollen, die... Wir haben es am Haken, Commander. Bald wird es erledigt sein. Meine Nerven, die machen das langsam nicht mehr mit. Hallo. Ich weiß nicht, ob's... Alter, wo kommen die denn jetzt alle her? Was wusste die Asari? Blöde Kuh. You must die. Ja, warum redest du auf Englisch? Ah, fuck, ey. Oh, Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss ganz ehrlich sagen, wir machen hier ein Päuschen, weil meine Nerven langsam gerade echt ein bisschen blank liegen. So, ich speichere das mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir kommen jetzt weiter. Wir müssen dann echt mal... Wieso sehe ich meine Maus? Okay. Wir müssen jetzt echt ein bisschen weiterkommen und ja, dann machen wir den Turianer halt tot und dann geht's auch bestimmt weiter und dann bin ich bestimmt aus dieser Hölle raus. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss. Willkommen zurück, meine lieben Freunde, in der Hölle. Gefühlt. Wir sind immer noch hier bei diesem tollen Turianer und ich bin immer noch gezwungen, hier irgendwie weiterzukommen, was ich, wie ihr euch vorstellen könnt, nicht so prickelnd finde, weil ich Zombies so geil finde. Wir haben es am Haken, Commander. Bald wird es erledigt sein. Aber wann ist bald? Das ist die Frage. Ich weiß nicht. Wir bleiben erstmal, glaube ich, hier stehen und warten, dass diese ganzen Zombies auf uns zukommen. Weil beim letzten Mal haben wir uns echt schlecht positioniert. Und da hat uns auch direkt die Asari-Tussi die ganze Zeit weggesmackt. Speichern kann man, ich hasse das hier. Ich hasse das gerade wirklich. Das ist einfach nur... ekelerregend.
Lalalala. Ich bin gerade wirklich sehr, sehr, sehr angespannt, weil ich habe das Gefühl, ich spiele ein Horrorspiel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe wirklich den Eindruck, ich spiele gerade ein Horrorspiel. Und ich kann es einfach nicht gut ab und... Boah, ey, ihr seid solche Penner einfach. Wo sind denn die Zombies da jetzt? Okay, konzentrieren wir uns. Ah, die Asari-Frau ist da! Überwallung. Wollen wir mal unsere Barriere. Rex ist nicht verfügbar. Okay. You must die. Stase? Straße? Keine Ahnung. Nee, warte. Den in die Straße rein. Nee. Den da. Den da. Ach, ist mir egal, warte mal. Alter, ne? Was ist mit... Das Problem ist ja wirklich... Das Problem ist... Die Asari-Frau auch tot? Hallo? Habt ihr die umgebracht? Boah. Ich glaube, es war gar nicht so dumm, wieder zurückzurennen. Weil das hier auf der Treppe, das war wirklich sehr unlustig. Kann man nicht anders sagen. Und ich hoffe... Kommen wir jetzt mal langsam zu dem letzten Arm, weil ich möchte echt wirklich langsam raus. Das noch ein Asari-Klon. Okay. Ich warte ein bisschen auf die Asari-Frau eigentlich gerade. Du tötest mir meine Ashley noch nicht. Die hat jetzt zwar kein Schild mehr, ich habe auch ganz wenig HP nur noch. Ich kann nicht einfach weggehen. Ich schaff das. Sag ich ja. Nichts mit fehlgeschlagen. Speicher mir. Es ist immer ganz gut, wenn wir es geschafft haben. Ein Asari-Kon. Okay. Kommt der denn jetzt her? Nee, nee, nee. Schön weg von uns. Rex, kannst du werfen? Nö, kannst du nicht. Wunderbar.
wollte gerade sagen, ich habe gerade irgendwie jetzt einen Zombie noch gehört. Ey, ich wollte gar nicht den Arm, ich wollte noch vorher speichern. Nein! Und jetzt? Oh nein. Ach ja, stimmt, da war ja noch was. Stimmt, über die Eier habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt, so was das denn sein könnte. Ich bin frei. Ich bin frei. Ach so. Was? Ich schätze, ich sollte Ihnen danken, dass Sie mich befreit haben. Wer sind Sie denn? Wie sind Sie im Inneren dieses Dings gelandet? Ich heiße Shiala. Ich diente Matriarchin Venesia. Als sie sich mit Saren verbündete, tat ich es ihr gleich. Venesia hatte die Macht vorhergesehen, die Saren haben würde. Deshalb verbündete sie sich mit ihm, um ihn auf einen sanfteren Weg zu führen. Aber Saren ist überzeugend. So kam Venesia vom Weg ab. Wollen Sie damit sagen, dass Saren den Verstand anderer kontrollieren kann? Venesia unterschätzte Saren, so wie ich. Schließlich glaubten wir an seine Sache und seine Ziele. Die Macht seines Einflusses ist beunruhigend. Typische Asari-Einmischung. Mit der Zeit beißt sie dich in den Hintern. Asari-Matriarchinnen gehören zu den intelligentesten und mächtigsten Wesen der Galaxis. Wie konnte so jemand unter Sarens Kontrolle geraten? Saren hat ein Schiff, ein so riesiges Kriegsschiff, wie sie es noch nie gesehen haben. Ennet is Sovereign. Es kann den Verstand seiner Anhänger dominieren. Sie werden mit Sarens Willen geimpft. Der Prozess ist subtil, kann Tage oder auch Wochen dauern, aber am Ende ist er unumstößlich. Ich war eine willige Sklavin, als Saren mich in diese Welt brachte. Er brauchte meine Biotik, um mit dem Turianer zu kommunizieren, um seine Geheimnisse zu erfahren. Erzähl. Deshalb opferte Saren mich, um ein Bündnis zwischen ihm und dem Turianer zu stärken. Das ist ja wirklich schrecklich. Saren überlegt nicht lange, wenn es darum geht, seine Leute zu verraten. Er hat auch recht schnell den Turianer verraten. Als er hatte, was er wollte, befahl er seinen Geht, alle Beweise seiner Existenz zu vernichten. Oh nein. Saren weiß, dass sie die Röhre suchen. Er weiß, dass sie seinen Schritten folgen. Er griff den Turianer an, damit sie den Dechiffrierer nicht bekommen. Was ist der Dechiffrierer und warum brauchte Saren ihn? Der Sender auf Eden Prime hat bei ihnen Visionen hervorgerufen. Aber sie waren undeutlich, verwirrend. Sie waren für einen proteanischen Verstand bestimmt. Um sie vollständig zu begreifen, müssen sie denken wie ein Proteaner. Sie müssen ihre Kultur verstehen, ihre Geschichte, ihre Existenz. Der Turianer war hier lange bevor die Proteaner diese Stadt bauten. Er hat sie beobachtet, sie studiert. Als sie starben, verzehrte er sie. Sie wurden zu einem Teil von ihm. Das versteht... Was? Dann hat der Turianer Saren gelehrt, wie ein Proteaner zu denken? Und wie? Der Dechiffrierer ist die Essenz dessen, was es bedeutet, ein Proteaner zu sein. Er kann nicht beschrieben oder erklärt werden. Das wäre so, als würde man einem Wesen ohne Augen Farben beschreiben wollen. Um ihn zu verstehen, benötigen sie Zugang zu den Erinnerungen der hiesigen Vorfahren. Eine Zeitspanne, die tausende Generationen von Proteanern umfasst. Ich spürte diese Erinnerungen der Vorfahren, den Dechiffrierer, als ich mit dem Bewusstsein des Turianers verschmolz. Unsere Identitäten verschmolzen, unsere Geister verwoben sich. Ein solches Wissen kann nicht gelehrt werden, es existiert einfach. Ich brauche den Dechiffrierer. Es gibt einen Weg. Ich kann das Wissen meines Verstandes in den Ihren übertragen, wie ich es schon bei Saren tat. Versuchen Sie, sich zu entspannen, Commander. Ich hab ein bisschen Angst. Atmen Sie langsam und gleichmäßig. Lassen Sie Ihre physische Hülle gehen. Greifen Sie nach den Fäden, die uns miteinander verbinden. Jede Aktion schickt kleine Wellen durch die Galaxis. Jede Idee muss einen anderen Verstand berühren, um zu leben. Jedes Gefühl muss einen anderen Geist berühren. Wir sind alle miteinander verbunden. Alle lebendigen Wesen sind in einer einzigen, herrlichen Existenz vereint. Öffnen Sie sich dem Universum, Commander. Umarmen Sie die Ewigkeit. Hilfe. Was?
Mir läuft es gerade ein bisschen eiskalt im Rücken runter. Ich hab richtig Gänsehaut gerade. Warum guckt die so finster? Was? Hallo? Ich habe ihnen den Dechiffrierer gegeben, so wie er Saren gegeben wurde. Die Erinnerungen der proteanischen Vorfahren sind jetzt ein Teil von ihnen. Ist alles in Ordnung bei Ihnen, Shepard? Was hat sie getan? Ich habe etwas gesehen. Es ergab immer noch keinen Sinn. Ihnen wurde ein großes Geschenk gewährt. Die Erfahrung eines gesamten Volkes. Ihr Verstand wird etwas Zeit brauchen, um diese Information zu verarbeiten. Das kann ich mir vordenken. Sie sehen ein wenig grün um die Nase aus. Wir sollten zum Schiff zurückkehren. Es tut mir leid, wenn Sie Schmerzen hatten, aber es gab keinen anderen Weg. Sie brauchten den Dechiffrierer. Bald wird er Ihnen helfen, die Vision von dem Sender zu verstehen. Wissen Sie, was die Röhre ist? Oder wo sie ist? Nein, tut mir leid. Ich weiß nur, dass Saren glaubt, die Röhre sei der Schlüssel zur Vernichtung der Proteaner gewesen. Was es auch ist, es kann nichts Gutes sein. Sie haben den Dechiffrierer. Bald werden Ihre Visionen klarer werden. Sie werden sie zur Röhre führen. Ich bete nur, dass Sie sie vor Saren finden. Können Sie mir sonst noch was über den Torianer sagen? Als die Kreatur mich umschloss, wurde ich ein Teil von ihr. Aber ich verstehe es immer noch nicht ganz. So fremd, so uralt. Und wir haben ihn einfach getötet. Es ist unmöglich, sein genaues Alter zu bestimmen. Für ihn hat Zeit eine andere Bedeutung. 10.000 Jahre Winterschlaf wurden unterbrochen von ein paar Jahrhunderten hektischer Aktivität. Sein Verstand war überwältigend. Fantastisch. Er übertraf alle Beschreibungen. Und nun ist er weg. Sagen Sie mir nicht, dass Ihnen das Ding leid tut. Doch. Der Torianer war eine einzigartige Lebensform. Ein fühlendes Wesen, das 50.000 Jahre oder älter war. In der uns bekannten Galaxis gibt es nichts, was ihm auch nur annähernd gleichkommt. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie mich vor einem Leben in Knechtschaft und Sklaverei bewahrt haben. Und doch empfinde ich eine gewisse Trauer, dass eine solch einzigartige und bemerkenswerte Kreatur verloren ist. Das kann ich nachvollziehen. Was können Sie mir sonst noch über Saren sagen? Es gibt nur wenig, das ich Ihnen sagen könnte und das Sie nicht schon wüssten. Er ist mächtig, er ist charismatisch und er ist gefährlich. Als ich ihm folgte, war ich blind gegenüber seiner wahren Natur. Aber jetzt sehe ich, dass er die Galaxie in ein Zeitalter der Dunkelheit und Leiden führt. Ich möchte mehr über Sie wissen. Es gibt nicht viel über mich zu erzählen. Ich war einfach nur eine der Schülerinnen von Matriarchin Benesia. Fast 2 Jahrhunderte folgte ich ihr und lernte von ihr. Als Benesia ihren Plan enthüllte, sich mit Saren zu verbünden, ließ sie ihren Schülerinnen die Wahl. Nur jene, die es wirklich wollten, folgten ihr. Viele hielten allerdings ihren Plan für zu gefährlich. Aber ich habe an sie geglaubt. Ich dachte, sie könnte Saren von seinem Irrsinn abbringen. Stattdessen verfielen wir ihm. Das ist wirklich... Was soll ich mit Ihnen machen? Da Sie jetzt von dem Torianer befreit sind, was planen Sie da als nächstes? Wenn Sie erlauben, werde ich hier bei den Kolonisten bleiben. Sie haben fürchterlich gelitten und ich war an Ihrem Leiden beteiligt. Ich würde gern Wiedergutmachung leisten. Sie müssen sterben. Hört sich gut an. Die Kolonisten werden alle Hilfe brauchen, die sie bekommen können. Sie werden froh sein, sie an ihrer Seite zu haben. Danke, Commander. Möge das Schicksal Ihnen immer gewogen sein. Sie haben es wenigstens versucht und einige gerettet. Das ist mehr, als den meisten gelungen wäre. Trotzdem, vielen Dank. Wir fangen von vorn an. Nur nicht hier. Ja, ich habe ja alle umgebracht. Außer sie. Es ging nicht anders. Du hast ihn umgebracht. Wenigstens etwas. Aber so viele von uns sind weg. Ja, sorry. Hoffentlich hat Exo Jenny die Lektion gelernt. Schön, dass wir endlich die Unterstützung kriegen, die wir verdient haben.